Hallo zusammen. Das ist das Gamestübli. Ich bin Raffi. Ich wollte mal zwei, drei Sachen kundtun. Zuerst einmal, dass man sieht, wer da eigentlich hinter dem Gamestübli steckt. Man hat das Gesicht sieht, eine Vorstellung hat von mir. Dann habe ich auch noch eine kleine Sache, die ihr heute abstauben könnt. Ich komme dann auch später auf das zurück. Zuerst einmal eine kleine Ankündigung, schon mal im Voraus. Es wird ein Live-Let's Play geben auf Facebook, wenn das alles klappt. Und zwar mit einem Kollegen zusammen. Wir werden Resident Evil spielen, und zwar im VR. Weil Resident Evil bin ich jetzt durch Horizon Zero Dawn nicht mehr grossartig dazugekommen. Das wäre mal das Erste. Dann das Zweite. Zurzeit bin ich vor allem dran an Horizon Zero Dawn am Let's Playen. Aufladen machen und tun. Es gefällt mir auch so ein gutes Spiel. Und darum ist für die anderen Spiele, die ich angefangen habe, also jetzt zum Beispiel A Ghost Recon Wildlands, ist noch überhaupt nichts oben. Ich weiss nicht, das ist jetzt halt blöd, ich weiss noch nicht. Ich versuche da mal ein Let's Play zu machen. In Zukunft vielleicht, aber nicht im Stil, dass man Folgen macht, die zusammenhängend sind, sondern mehr so ein Play-Together ab und zu mal. Also, oder ich weiß es noch nicht. Irgendetwas kommt dort schon noch. Was ich eigentlich wollte sagen, ist der zweite Punkt. Geht es hier um das Spiel hier. Da hatte ich gestern eine kleine Rage-Aktion und habe alle Videos, die ich gemacht habe, von YouTube gelöscht. Warum habe ich das gemacht? Weil es mich hat aufgeregt. Nicht wegen dem Spiel selber, ich habe mich im Spiel auch aufgeregt, absolut. Es ist nicht ein einfaches Spiel, es ist ein gutes Spiel, das muss man sagen. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Ich weiss leider nicht, wie der Multiplayer wirklich gut, ob der wirklich gut funktioniert, was man so hört. Eher weniger, Serverabsturz, nach 2-3 Minuten kommt man wieder raus. Ich gehe relativ mühsam, ich bin auch nicht dazu gekommen, es jetzt wirklich zu spielen. Also im Mehrspielermodus, was eigentlich der Sinn von diesem Spiel wäre, aber egal. Ich habe Kampagne gespielt jetzt die ganze Zeit, bis Folge 6. Und dann habe ich erfahren, dass Ubisoft mal wieder, natürlich nicht das erste Mal, Ingame-Mikrotransaktionen verlangt. So, jetzt kann man da natürlich dafür sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin es nicht. Bei World of Warcraft ist mir das eigentlich wurscht. Das ist ein Spiel, das habe ich mal gespielt, eine Zeit lang extrem gesuchtet. Ich bin, glaube ich, nie irgendwie über Level 30 auskommen, dann ist dann wieder aufgehört. Aber also erstens mal zahlt man für ein Spiel heutzutage 70 Steine. Früher hat man für ein N64-Game 100 Steine gezahlt. Ist klar, ist natürlich jetzt günstiger. Aber erstens kommt das Spiel raus, im Normalfall nicht fertig, also sprich mit Fehler, bewusst. Also sie wissen, dass es das Fehler hat. Hauptsache Release-Termin ist eingehalten. Dann zahlt man 70 Steine für ein Spiel und das Spiel ist eigentlich gar nicht fertig. Das ist ja eigentlich auch überhaupt kein Problem. Meistens wird das Zeug auch relativ schnell korrigiert, so beim ersten Mal, wenn man es rein tut, CD einlegt, Blu-ray einlegt, im Fall von PlayStation und anderen Konsolen, glaube ich. Es gibt kleine Updates, Patches, auch bei Fans oder Spieler Sachen kritisieren, werden die oftmals korrigiert. Nicht ganz immer, aber oftmals werden sie korrigiert. So, aber dann gibt es dagegen noch DLCs. So. Und die kosten in der Regel, je nach Spiel, Season Pass zwischen 20 und nochmal 70 Steine. Also irgendetwas dazwischen kostet es ging. Also haben wir schon 140 Franken. Jetzt, wenn wir jetzt den grösstmöglichen Betrag nehmen, also haben wir 49, 50 Steine, 70, ja, um die 120 Steine rum. Am Schluss für das gesamte Spiel. Ja, für das Ganze. Ja, früher hat es keine DLCs gegeben. DLCs auf einem Nintendo 64 habe ich noch nie gesehen. Hat es mal ein Expansion Pack gegeben, wo wir können Grafik ein bisschen weiter aufschrauben. That's it. Also das ist nicht ein Zusatz zum Spiel. So, das ist ein Spiel gehabt, entweder ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel, grosser Umfang, kleiner Umfang. Wenn ich da an Zelda denke, auf dem Nintendo 64 ist ein super Spiel, riesen Umfang, also wirklich cool. Nintendo ist noch ein ganz anderes Thema, komme ich dann auch noch drauf zu sprechen. So, und dann macht man Mikrotransaktionen. Wie gesagt, da habe ich kein Problem damit. In einem gewissen Rollenspiel, das auch riesig ist, wo man halt viele Ausrüstungsgegenstände kann looten, aber natürlich nicht das ganze Spiel gegen die Zeit hat für alles, ist mir schon klar. Bei For Honor ist es... Mittlerweile bin ich nicht mehr so erbost darüber.
Aber ich finde es gleich nicht korrekt, weil auch wenn es nur Skins sind oder Ausrüstungsgegenstände, die keinen Spielvorteil bringen, einen neuen Helm oder weiss der Teufel was, hey, kann man das nicht einfach gratis zur Verfügung stellen, aber mit einem gewissen Level? Ist das nicht möglich? Natürlich, jeder hat unterschiedliche Zeitbedürfnisse für so ein Spiel zu spielen. Ich weiss nicht. Also, ist einmal früher auch gegangen, warum soll das heute nicht mehr so sein? Mimi, früher ist alles besser gewesen. Nein. Also eigentlich der Hauptgrund, warum ich For Honor nicht mehr spiele, ist, weil ich tatsächlich keine Zeit habe. Ich habe keine Zeit für das Spiel. So. Es hat mich gestern einfach aufgeregt. Ich werde For Honor wieder aufladen, allerdings wahrscheinlich in einem 30-minütigen Zusammenschnitt von den besten Szenen von mir. Also gleichzeitig auch die schlechtesten natürlich. Also ich habe mal so ein Video gemacht, wo ich 45 Minuten lang probiert vom einen Ecke zu einem andere Ecke zu kommen. Das habe ich ein bisschen im Speed-Up-Verfahren gemacht. Das ist vielleicht noch mit der lustigen Benny Hill-Musik. Ja. Das zu dem. Nachher finde ich es auch ganz witzig. Ich spiele in letzter Zeit eigentlich sehr selten noch Nintendo. Ich hätte gerne Let's Plays machen für Nintendo. Und zwar auf diesem Gerät. Hä? So. Hure geil. Es sind 30 Spiele drin, super Sache. Alle Spiele, die wir jemals gespielt haben, wo wir noch Kind waren, einmal in meinem Alter. Also so mit Jahrgang 85 und tiefer war man da dabei gewesen, mit dem NES. Hure geil, ich wollte Let's Plays machen mit dem NES. Wirklich mal etwas anderes, das nicht jeder macht. Ich wollte wirklich Let's Plays machen mit dieser Konsole, mit dem Mini-NES. Aber ich kann nicht. Es tut mir leid. Nintendo erlaubt das nicht. Also erlaubt es schon. Allerdings muss man Partner werden. Ja. Ganz kleine Videoempfehlung. Mal noch mal schauen. Angry Joe Reviews heisst es, glaube ich. Angry Joe Reviews. Genau das gleiche Problem ist Fan von Nintendo, findet Nintendo spassiger mit anderen zusammen. Aber Nintendo macht die ganze Zeit Copyright Claims. Und wenn man einen Copyright Claim bekommt auf YouTube, das ist mir bei der Beta-Version von Wildlands passiert. Weil ich das Radio nicht abgestellt habe, habe ich einen Copyright Claim bekommen. So. Das ist zwar Third-Party-Content, aber die Third-Party, also die dritte Partei, das ist nicht Ubisoft, die Musik produziert hat, sondern eine andere, irgendeine Band, die irgendwie so nicht Videos hat und Zeug-Geschichten auf YouTube und weiss auch nicht was. Aber die Band hat jetzt den Copyright-Claim drauf. Also das Video läuft durch einen Computer und dann weiss der haargenau, der Claim, also da hast du das Copyright verletzt, das ist geschützt, das. Es endet nicht sofort in einem Strike, also nicht in einer Bestrafung. Es gibt irgendwie so Systeme, mit man irgendwann mal einen Strike und irgendwann ist der Kanal gesperrt. Das ist aber nicht der Fall. Bei Nintendo auch nicht. Das muss man aber wissen, dass wenn man einen Copyright-Claim bekommt, wird das Video, das man hat erstellt, von einem anderen monetarisiert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Super Mario spielen würde, auf YouTube aufladen, kommt Nintendo und macht Werbung auf mein erstellte Video. Das Problem dabei ist, sie sind alle absolut auf der richtigen Seite. Also Nintendo verhält sich dort gemäss dem Gesetz, gemäss der geltenden Richtlinie. Aber sie verhalten sich nicht gemäss dem gesunden Menschenverstand. Absolut nicht. Ich meine, jede größere Firma, EA, Ubisoft, hunderte von Entwicklern sind froh, wenn Leute Let's Plays machen, weil es ist für sie gratis Werbung. Nintendo lebt, was das angeht, definitiv noch in den 80er Jahren. Es ist himmeltraurig. Ich verstehe das nicht. Wirklich nicht. Es ist so dämlich. Auf jeden Fall sehr schade, aber ich werde nicht Partner von Nintendo, weil das sind wieder restriktive Sachen. Scheisst mich an. Ganz mich an, darum tut es mir leid. Vielleicht kommt Nintendo irgendwann mal zur Besinnung und dann hänge ich sofort den NES an und mache Let's Plays auf 30 Jahre alte Spiele. Und das wäre jetzt wirklich cool gewesen. Es hat sehr coole Spiele dabei, die ich selber auch noch nie hatte. Also jetzt zum Beispiel Metroid habe ich noch nie gespielt. Also wie jetzt schon natürlich. Aber vorher habe ich es leider nicht dürfen natürlich. Die Mutter sieht mich nicht, ich bin zu wenig alt. Hat sie wahrscheinlich auch recht gehabt. Ja. Ja, das wären eigentlich so die drei Sachen gewesen, die ich mal noch sagen wollte. Ja. Vierte Sache. Vierte Sache.
das Spiel hier brauche ich nicht mehr. So, jetzt kommst du hier zum Zug. Ich verschenke For Honor. Ja, ich verschenke es. Ich könnte es zum GameStop bringen. Aber ja, ich verschenke es lieber, weil ich habe Freude am Spiel. Es ist ein cooles Spiel, es ist wirklich ein cooles Spiel. Es macht Spass, es ist einigermaßen schwieriger. Es ist einigermaßen schwierig und ich möchte, dass das jemand von euch bekommt, was noch nicht hat und es gerne gleich möchte spielen. So, was musst du dafür machen? Eigentlich nicht viel. Du musst einfach den Post hier, also den Post, das Video, den Videopost kommentieren. Und zwar, wieso als du das Spiel unbedingt musst haben. So, lass dir etwas Cooles einfallen. Irgendetwas Schlaues, das mir lustig dünkt oder auch traurig, ich weiß nicht. Probier mal aus. Der den besten Post postet, Kommentar postet, der bekommt das Spiel hier. Ich weise darauf hin, dass das hier ist eigentlich kein Gewinnspiel, es ist ein Verschenkspiel. Aber trotzdem, Facebook hat mit dem nichts zu tun. Facebook ist da nicht involviert, Facebook sponsert das nicht. Nichts solches auf diese Art und Weise. Teilnahmeberechtigt sind Leute, die mindestens 18 sind. Ich verschenke keine Spiele an Minderjährige, die ab 18 sind. Das machen wir nicht. Das ist sicher. Ich habe selber zwei Söhne. Die werden mir sicher auch noch auf den Eier rumschauen. Die werden mir sicher auch noch auf die Nerven gehen. Darf ich jetzt endlich spielen oder nicht? Wenn sie dann genug alt sind, spielen sie sehr besser als ich. Auf jeden Fall, ab 18. Du wirst per PN benachrichtigt. Deadline ist... Ich muss schnell schauen. Kalender auf die Uhr, schnell. Kalender. Deadline diesen Sonntag. Deadline Sonntag, 26.03.2017. Also, das heisst ab jetzt. Also, vielleicht ist jetzt schon Freitag, ich weiß nicht. Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag ist Deadline 1800. 1800, also 6 Uhr am Abend, ist Deadline. Was später gepostet wird, muss ich leider abholen. Du musst in der Schweiz wohnen. Ich werde dich per PN anschreiben, um zu erfahren, wo du wohnst, dass ich dir das Spiel zuschicken kann. So, genau. Ihr müsst nicht die Seite liken. Ihr müsst nicht den Beitrag liken. Ihr sollt nur darunter schreiben, warum ihr es unbedingt braucht. Warum wollt ihr nicht, dass ihr meine Seite liken? Das ist ein Hure blöd. Das ich bin ganz einfach. Ich finde es so doof, wenn man Gewinnspiele macht, um Likes zu generieren. Weil was passiert da? Du likest meine Seite. Wenn du jetzt ein älterer Teil bist, du hast einen Sohn, der 18 ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel das verschenken willst, am Schluss weitergeben, weil du weisst, irgendeiner hat das gerne, aber kann es sich nicht leisten, oder weiss der Teufel was, das ist ein guter Kollege von dir, der gibt es gerade Geburtstag, oder ist noch ein Geburtstagsgeschenk, etc. etc. Dann likest du als Nicht-Gamer das Game-Stübli, weil dann bist du ein totes Like. Du hängst dort einfach drauf rum. Es interessiert dich nicht einmal, was ich sonst noch poste. Die Zeitungen schweigen dann, dass es dich interessiert, was auf YouTube für Let's Plays rauskommen vom Game-Stübli. Ihr seht, also, ihr müsst die Seite nicht liken. Ich bin natürlich froh um jeden Like, der ernsthaft ist. Also ich meine, wirklich sich interessiert dafür. Wenn ihr euch dafür interessiert, liken die Seite. Super, bitte. Likes sind gut. Reichweite ist super. Kommentieren ist das Einzige, was ihr müsst. Der Post liken müsst ihr nicht unbedingt. Dürft ihr selbstverständlich auch gefühlsmässig ausdrücken. Ein Herzchen geben, ein Lachen, ein böses Smiley. Egal was, dürft ihr alles machen. Aber ihr müsst ihr nur kommentieren. Und zwar einen schlauen Kommentar, den ich auswähle. Anhand von dem, den ich dann auswähle, wer der Gewinner ist. Der beschenkt ist. Ich will Werbung machen, selbstverständlich. Kommt doch auch auf YouTube, in Let's Plays schauen. Die es interessiert, die finden, mal, der Typ macht das noch nicht so schlecht. Ich lade euch gerne herzlich ein. Kommt auf YouTube. Channel ist Gamestübli, genau gleich wie die Seite von Facebook. Und zieht mich rein, was da so für Content kommt. Das kommen in nächster Zeit eventuell auch mal andere Sachen. Es ist nicht nur ein reiner Gaming-Channel, es ist vielleicht auch mal etwas Witziges, etwas Ernsthaftes. Ich weiß es noch nicht genau. Und somit verbleibe ich und wünsche einen schönen Tag, Abend, hin, morgen, was auch immer. Wieder schauen.
Auf Wiedersehen.